Hallo, ich bin Sanna von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und freue mich, heute hier sein zu dürfen. In Zeiten von Corona braucht es Solidarität. Gerade in Bezug auf Wohnraumfragen zeigt sich das gerade besonders deutlich. Wir haben in den letzten Jahren viel Solidarität gelebt in unseren Kämpfen und wissen, jetzt brauchen wir sie mehr denn je. Solidarität mit Menschen auf der Straße, Solidarität mit Geflüchteten in Sammelunterkünften, Menschen, die von Zwangsräumungen bedroht sind und alle diejenigen, die sich momentan aufgrund der Corona-Krise ihre Miete nicht mehr leisten können. Denn auch hier zeigt sich deutlich, das sind nicht erst Probleme, die wir seit Corona kennen, sondern sie wurden durch die Pandemie deutlich verschärft. Plötzlich reden wir in Berlin von Segregation, und zwar, dass diese herrscht nicht von Menschen mit Migrationsgeschichte, die sich in Parallelgesellschaften absondern, nein, nein, sondern jetzt geht es darum, dass Segregation an den Rändern unserer Städte entstehen, von Menschen, die arm sind, die nichts dafür können. Diese sind auf engem Wohnraum zusammengefercht und natürlich gerade jetzt von Corona viel mehr betroffen als die weiße Mittelschicht, die sich in Kreuzberg oder im Prenzlauer Berg in einer schönen Altbauwohnung sich gut gehen lassen. Und ich nehme mich dabei nicht aus, ich wohne auch in Kreuzberg in einer Altbauwohnung. Aber wir wissen, diese Entwicklung darf so nicht weitergehen. Dagegen kämpfen wir seit Jahren und wir werden sicher nicht aufhören. Im Gegenteil, unsere Kämpfe intensivieren sich gerade. Für alle, die noch nie was von der Deutschen Wohnen gehört haben, eine kurze Zusammenfassung. Die Deutsche Wohnen ist der größte Vermieter Berlins mit ca. 114.000 Wohnungen. In Deutschland der zweitgrößte Vermieter. In den letzten Jahren ist die Deutsche Wohnen aus den Negativschlagzeilen kaum rausgekommen. Schon früh haben sich zum Glück MieterInnen organisiert und zusammengetan, um sich dagegen zu wehren. Gegen was? Gegen unterlassene Instandhaltung, überzogene Mieterhöhungen, unnötige energetische Modernisierung oder überhöhte Betriebskostenabrechnung. Jetzt durch den Wegfall der Lufthansa aus dem DAX ist die Deutsche Wohnen mittlerweile in den DAX aufgestiegen und hat natürlich dadurch noch viel mehr Einfluss mit ihren Verwertungsstrategien, Menschen zu verdrängen. Was können wir also tun? Wo liegt das Problem? Das Problem ist, die Häuser gehören den Falschen. Darum sind wir aktiv geworden, nicht nur wir, viele andere. Und wir fordern mit unserer Kampagne die Enteignung und Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne und zwar mit Hilfe eines Volksbegehrens. Kurz zu unserer aktuellen Situation. Wir haben das Glück, einen großen Schritt weitergekommen zu sein und sind nicht mehr in der Warteschleife mit unserem Volksbegehren. Das bedeutet eine gute Nachricht, darauf folgt gleich eine schlechte. Die Deutsche Wohnen ist auf Shoppingtour, 21 Häuser, viele davon in Kreuzberg gekauft. Ich komme gerade von der MieterInnenversammlung in Kreuzberg. Auch da zeigt sich, Solidarität muss gelebt werden. Dafür tun wir uns zusammen. Genau, letzten Endes bleibt zu sagen, wir bleiben alle, tut euch zusammen, organisiert euch in euren Häusern, kommt dazu, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. In der Corona-Krise haben wir spielen darf in der Bundesliga oder die Biergärten öffnen kann, waren die Kitas und Schulen noch geschlossen. Man hat zu kurzsichtig gedacht und auch nicht gesehen, welche Folgen das für die Kinder hat, wenn sie ihren motorischen Bedürfnissen nicht nachgehen können, wenn sie auch nicht unter sich sein können. Kinder brauchen andere Kinder, um sich zu entwickeln. Sie müssen auch mal fernab ihrer Eltern ihr Autonomiebedürfnis ausleben dürfen. Schule braucht es als Bildungsort und hier sollte man nicht sozusagen zu lange warten, wie es jetzt auch geschehen ist, oder nach Lösungen suchen, die nicht wirklich die Kinder weiterbringen mit A- und B-Gruppen. Die Schulen und Kitas müssen wieder aufmachen. Es kann nicht sein, dass man insgesamt 130 Milliarden Euro in die Hand nimmt und gleichzeitig bei den Kitas und Schulen nur 3 Milliarden landen. Es braucht insgesamt eine stärkere Rahmengesetzgebung für Kinder und Jugendliche. Im Grundgesetz die Absicherung ihrer Schutzförder- und Beteiligungsrechte. Wir brauchen bessere soziale Teilhabechancen, insbesondere für arme Kinder, die eben dann den Zugang zum Beispiel zu einem Sportverein oder zum Musikunterricht sich nicht leisten können. Und wir brauchen auch eine stärkere Beteiligung von Kindern und ihren Eltern. So hätte man jetzt auch in der Corona-Krise vieles auch nachhaltiger organisieren und umsetzen können, wenn eben die Stimme der Kinder und Jugendlichen eine stärkere Berücksichtigung gefunden hätte. Ja, hallo und guten Tag. Mein Name ist Ute Zillig und ich spreche für den Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Das eigene Zuhause ist für viele Frauen oft kein sicherer Ort. Ob sexualisierte Gewalt, ob Gewalt in der Partnerschaft, geschlechtsspezifische Gewalt war bereits vor der Covid-19-Pandemie ein gravierendes gesellschaftliches Problem. Mit der Corona-Krise dann verschärft sich der Alltag von Frauen, die Gewalt in ihrem Zuhause erleben, noch einmal erheblich. Das Gewaltrisiko steigt.
und sich bei anderen Menschen oder auch Unterstützungseinrichtungen Hilfe zu holen, das ist in dieser Krisensituation sehr viel schwieriger. Auch fallen Verletzungen oder allgemein Unterstützungsbedarfe von Betroffenen dem sozialen Umfeld aktuell weniger auf. Der Coronavirus ist ganz sicher jedoch nicht die Ursache geschlechtsspezifischer Gewalt. Geschlechtsspezifische Gewalt ist vielmehr ein strukturelles, ein gesellschaftliches Problem und hängt mit ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und patriarchalen Vorstellungen von Männlichkeit zusammen. Frauenberatungsstellen treten täglich dafür ein, dass alle Frauen frei von Bedrohung, Diskriminierung und frei von Gewalt leben können. Auch trans- und intergeschlechtliche Menschen erleben Gewalt aufgrund ihres Geschlechts. Was braucht es aus unserer Sicht? Es braucht eine Verwirklichung des Rechts einer jeden Frau, eines jeden Kindes, einer jeden Person auf ein Leben ohne Gewalt. Wir benötigen dafür natürlich ein flächendeckendes und ausreichend finanziertes Unterstützungssystem für Betroffene. Das reicht aber nicht. Darüber hinaus brauchen wir tiefgreifende soziale Veränderungen. Für eine geschlechtergerechtere Gesellschaft müssen wir die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern in Frage stellen. Und zwar in der Familie, aber auch am Arbeitsplatz und an vielen anderen Orten. Warum sind wir Mitglied, warum sind wir Teil des Unteilbar-Bündnisses? Nun, die Praxis in unseren Beratungsstellen zeigt, Gewalt gegen Frauen ist eng verknüpft mit vielen anderen gesellschaftlichen Problemen und diese verstärken sich in der aktuellen Krise noch einmal. Gewaltbetroffene Frauen leben zum Beispiel in Einrichtungen der Behindertenhilfe und haben hier noch mit ganz anderen gesellschaftlichen Barrieren zu kämpfen. Gewaltbetroffene Frauen leben in Sammelunterkünften für Geflüchtete. Der Schutz der eigenen Gesundheit und ein Leben in Sicherheit sind oft meilenweit entfernt. Gewaltbetroffene Frauen haben es tagtäglich mit rassistischer Diskriminierung und Gewalt zu tun. Hier muss sich ganz dringend etwas ändern. Gewaltbetroffene Frauen leben in sehr prekären Armutslagen. Sie wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Sie leben ohne sicheren Aufenthaltsstatus. Sie leben ohne festen Wohnsitz. Und viele gewaltbetroffene Frauen erreichen das Hilfesystem in Deutschland erst gar nicht, weil ihnen das Recht auf ein Leben in Sicherheit bereits an den EU-Außengrenzen verwehrt wird. Unsere Erfahrungen in den Fachberatungsstellen zeigen also die komplexen Problemlagen, in denen sich gewaltbetroffene Frauen befinden. Und vor allem machen sie den Bedarf an sozialem Zusammenhalt und auch an gesellschaftlicher Veränderung deutlich. Deshalb sind wir Teil von So geht's solidarisch. Vielen Dank. Sehr verehrte Betroffene von rechter rassistischer Gewalt, sehr verehrte solidarische Menschen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich werde meine Rede beginnen mit dem Thema Solidarität. Ich finde das wundervoll zu beobachten, wie gerade grenzenlose Solidarität funktioniert auf der ganzen Welt. Allerdings frage ich mir trotz allem die Frage, wo war die grenzenlose Solidarität, als Menschen in Deutschland ermordet worden sind von Rassisten und Faschisten? Wo war eure Solidarität, als die NSU-Morde begangen wurde? Wow. Wo war eure Solidarität, als in Halle, Hanau, Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda Häuser brannten und Menschen starben? Ich möchte jetzt nicht euch damit belasten. Ich möchte nur sagen, ich möchte, dass ihr alle, ich fordere euch alle auf, grenzenlose Solidarität auf Augenhöhe mit allen Menschen, die betroffen sind von Rassismus. Auf Augenhöhe, grenzenlos, auf der ganzen Welt, auch wenn Menschen hier in Deutschland ermordet, verfolgt oder geschlagen werden. Ich fordere euch auf, heute jetzt grenzenlose Solidarität anzuwenden, auch gegenüber Betroffenen von rechter faschistischer Gewalt in Deutschland. Ich möchte auch sagen und mich aus der Kampagne ausschließen, I can't breathe. Ich kann atmen, meine lieben solidarischen Menschen. Ich hoffe, wir können alle atmen. Wir haben auch davor geatmet, weil Rassismus und Faschismus unser Alltag ist. Und solange wir atmen, werden wir Widerstand leisten. Unser Atem ist ein Widerstand gegen Rassismus und Faschismus. Also werden wir atmen, und wir werden weiter atmen ab jetzt und weiterhin. Danke.
auf Bewegungsfreiheit oder das Versammlungsrecht wurden für eine Weile quasi abgeschafft. Auch beim Schutz personenbezogener Daten wurden plötzlich immense Abstriche möglich. Für die massive Einschränkung unserer Freiheitsrechte gab es jedoch einen triftigen Grund: den Schutz unserer Gesundheit. Jeder Mensch hat das Recht auf das höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Um diesem Recht auch während der Corona-Pandemie Geltung zu verschaffen, schien die Einschränkung unserer Freiheitsrechte unumgänglich. Nicht zuletzt aus Solidarität mit den Alten und Kranken, die besonders gefährdet sind, einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. So konnten vermutlich einige Menschenleben gerettet werden. Aber ging es wirklich um Solidarität mit den Schwachen und um Gesundheit für alle? Nein, sicher nicht. Genau an dem Tag, als die deutsche Bundeskanzlerin die Bevölkerung zu gemeinsamem solidarischen Handeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufrief, stellte die Bundesregierung die humanitäre Flüchtlingsaufnahme ein. Wenige Tage zuvor hatte sie es kommentarlos hingenommen, dass Griechenland das Asylrecht aussetzte, als könne man Menschenrechte nach Belieben ein- und ausschalten. Gleichzeitig soll die Türkei weiter dafür bezahlt werden, dass sie Europa die Flüchtlinge vom Leib hält. Wenn man uns jetzt erzählen will, Deutschland könne stolz darauf sein, umsichtig und solidarisch während der Pandemie gehandelt zu haben, müssen wir Fragen stellen. Was ist mit den Menschen in Flüchtlingsunterkünften, die keine Chance haben, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten? Was ist mit den Flüchtlingen an Europas Grenzen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen weiter in Elendslagern ausharren müssen? Was ist mit den Geflüchteten, die wochenlang darauf warten, endlich das Schiff verlassen zu dürfen, das sie vor dem Ertrinken gerettet hat? Was ist mit denen, die in der Türkei an einer Weiterreise nach Europa gehindert werden oder, wenn sie es trotzdem versuchen, auf hoher See abgedrängt und in Seenot gebracht werden? Und was ist mit den Menschen in Idlib, deren Krankenhäuser zerbombt wurden und die nicht mehr wissen, wohin sie noch fliehen sollen? Die Gesundheit all dieser Menschen wird nicht erst seit der Corona-Pandemie gering geschätzt und ihre Menschenrechte werden schon lange mit Füßen getreten. Europa hat sich längst von ihnen abgewandt. Sie sind nicht gemeint, wenn hierzulande die Solidarität in Zeiten der Pandemie beschworen wird. Kein Lockdown, keine Abschottung und keine Ausgrenzung kann jedoch verhindern, dass wir auch weiterhin in einer unentwirrbar verflochtenen Welt leben, in der Menschen, Waren, Geld, aber eben auch Viren und Treibhausgase über Grenzen hinweg zirkulieren. Den Herausforderungen der globalisierten Welt können wir daher nur mit globaler Solidarität begegnen. Und mit dem Beharren darauf, dass für alle Menschen überall die gleichen Menschenrechte gelten. Es darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, wenn es um die Gesundheit geht. Hallo, mein Name ist Birger Höhn. Ich bin Autist und Inklusionsbotschafter. Warum bin ich hier? Ich bin hier, weil behinderte Menschen vielfach durch Corona betroffen sind. In vielfältiger Weise. Zum Beispiel beim Thema Triage. Viele von uns gehören den sogenannten vermeintlichen Risikogruppen an. Und wir hatten und haben die Sorge, dass wir im Notfall nicht mehr intensivmedizinisch betreut werden können, weil es unter anderem eine Empfehlung von verschiedenen fachmedizinischen Gesellschaften gegeben hat. Ein weiteres Thema ist das Thema Werkstattschließungen gewesen. Viele von behinderten Menschen sind Werkstättengänger. Für die ist eine ganze Struktur zusammengebrochen. Das hat unter anderem auch zu erheblichem Konfliktpotenzial in den Behindertenwohnheimen geführt. Ein weiteres Thema ist das Thema Maskenpflicht, was in der Behindertenbewegung zum Teil zu regelrechten Spaltungstendenzen geführt hat. In diejenigen, die Masken tragen können und wollen, und diejenigen, die es aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel weil sie eine Lungenvorerkrankung oder ähnliches haben, nicht können. Ein weiteres Thema ist das Thema Assistenzbedarf gewesen, der in Corona nur eingeschränkt durchgeführt werden konnte, oft nur durch Telefonate oder Videochats. Das ist zum Beispiel für autistische Menschen nun wiederum nur sehr schwer möglich, beziehungsweise eigentlich überhaupt nicht. Und da bin ich auch schon bei dem Autistic Pride Day, der weltweit von Autisten am 18. Juni, also in nur 4 Tagen, gefeiert wird. Dies wurde von Autisten in USA und Großbritannien initiiert als Reaktion auf den Weltautismustag am 2. April. Dieser Weltautismustag suggeriert quasi, dass wir Autistinnen und Autisten unter unserem Autismus leiden würden und dass man den gefälligst wegtherapieren im Sinne von ganz krasser Integration wegmachen müsste.
Dagegen wehren wir uns ganz massiv. Wir wollen ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben als autistische Menschen, mit oder ohne Assistenz, mit allen Menschenrechten, wie alle anderen Menschen auch. Und ganz im Sinne der Unteilbar-Philosophie, so geht solidarisch. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass wir in eine gemeinsame, gute, inklusive, solidarische Gesellschaft gehen, in der jeder seinen Platz hat und gleichberechtigt alle miteinander wirken. In diesem Sinne, so geht solidarisch. Dass diese Arbeit vor allem von Frauen geleistet und unterdurchschnittlich bezahlt wird. Der Umgang mit Corona hat auch gezeigt, dass der Markt kein gutes Instrument ist, um die Gesundheitsversorgung einer Bevölkerung zu sichern. Das fängt bei der Just-in-Time-Produktion und Lieferung von Schutzmaterialien an und geht bis zur Kurzarbeit in Krankenhäusern in Zeiten einer Pandemie. Die Lehre, die wir alle aus dieser Krise ziehen sollten, ist, dass Markt- und Profitorientierung in der Gesundheitsversorgung nichts zu suchen haben. Was wir brauchen, ist eine patientengerechte Versorgung, die kostendeckend finanziert ist und Arbeitsbedingungen für das Personal, die sich an den Bedürfnissen der Patientinnen orientiert und nicht am Budget. Wir sind kein Kostenfaktor. Es zeigt sich doch jetzt wieder, dass auch diese Krise auf unserem Rücken ausgetragen wird, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Im gleichen Atemzug, wie die Politik uns beklatschte, hat sie die Personaluntergrenzen ausgesetzt und die Maximalarbeitszeit auf 12 Stunden ausgeweitet. Das zeigt die Heuchelei der Politik und die Notwendigkeit für uns bereits in der Krise für unsere Forderung zu kämpfen und nicht erst danach. Es werden milliardenschwere Konjunkturpakete geschnürt. Die Gefahr ist groß, dass wieder Geld bei denen ankommt, die bereits viel haben. Solidarisch geht anders, nämlich so wie hier. Gemeinsam kämpfen für eine bessere Gesellschaft und Gesellschaftsform. Unter dem Motto Geld für Pflege statt für Autos haben uns viele Klimagruppen bei unseren Verhandlungen hier in Berlin zu einem Corona-Krankenhauspakt unterstützt und gemeinsam die Verteilungsfragen in der Krise aufgezeigt. Wir brauchen eine soziale und ökologische Antwort auf diese Krise. Und im Gesundheitswesen brauchen wir eure solidarische Unterstützung. Deshalb organisieren wir uns weiter für die Aufwertung aller Gesundheitsberufe und einen gleichen Zugang für alle Menschen zum Gesundheitswesen, unabhängig von Pass und Geldbeutel. Markt und Profit haben im Gesundheitswesen nichts zu suchen. Der Mensch muss in den Mittelpunkt und nicht der finanzielle Gewinn oder die Nationalität. Am 17.06., also kommenden Mittwoch, sollte die Gesundheitsministerin-Konferenz in Berlin tagen. Aufgrund von Corona wurde sie verschoben. Das, was wir zu sagen haben, verschieben wir nicht. Ab 17 Uhr gibt es eine Kundgebung vorm Gesundheitssenat in Berlin unter dem Motto »Keine Profite mit unserer Gesundheit«. Auch die Klimagruppen unterstützen uns wieder mit Fahrradkursus von den Krankenhäusern zur Kundgebung. Bundesweit gibt es an dem Tag auch Aktionen in Bremen, Halle, Jena, Magdeburg, Dresden, Freiburg, Düsseldorf und so weiter. Wir haben viel zu sagen. Es wird endlich Zeit, dass auch zugehört wird. Keine Profite mit unserer Gesundheit. Weg mit der Krankenhausfinanzierung über Fallpauschalen. Der Markt wird es eben nicht richten. Hallo, mein Name ist Stefan Lindner und ich spreche hier für ATTAC und möchte etwas zu unserem Kernthema Finanzmärkte, Steuern und öffentliche Finanzen sagen. Vor kurzem haben Forscher in den USA herausgefunden, dass die NSDAP in den 30er Jahren vor allem dort gute Ergebnisse hatte, wo nach dem Ersten Weltkrieg die spanische Grippe besonders heftig wütete. Als Grund gaben sie an, dass dort die Wirtschaft besonders stark eingebrochen war und die Kommunen entsprechend ihre Ausgaben kürzen mussten. Wir stehen hier heute unteilbar für Solidarität, damit sich ein derartiges Szenario nicht noch einmal wiederholt. Deutschland ist ein reiches Land, aber dieser Reichtum ist, wie damals, sehr ungleich verteilt. ATTAC setzt sich daher für ein gerechteres Steuersystem ein. Dazu gehören deutlich höhere Spitzensteuersätze, höhere Steuern auf Erbschaften und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer sowie gleich hohe Steuern auf Einkommen aus Arbeit und auf Kapital.
Oft würde es aber auch schon ausreichen, einfach nur vorhandene Einnahmen sinnvoll auszugeben. Zum Beispiel die Militärausgaben, die auf 2% des BIP erhöht werden sollen, um neue Kampfflugzeuge zum Führen von Atomkriegen anzuschaffen oder sie mit Kampfdrohnen auszustatten. Es gibt wohl kaum eine wirkungsvollere Art, unser Klima zu ruinieren, als mit Kampfjets sinnlos in der Gegend rumzufliegen. Schenken wir uns das und stecken dieses Geld lieber in den Klimaschutz. Was während des Aufstiegs des Faschismus sich damals in Deutschland ereignete, ist heute leider auch vielerorts, nicht zuletzt dank unserer Bundesregierung, Programm in der EU. Mittlerweile kommen selbst ehemalige EU-Kommissare zu dem Ergebnis, dass bei den Maßnahmen während der letzten Finanzkrise soziale Belange nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Kein Wunder, dass heute in Südeuropa viele Menschen mehr Angst davor haben, von dieser EU gerettet zu werden, als vor den wirtschaftlichen Folgen der Krise selbst. Rettungsaktionen wie in der letzten Finanzkrise, die vor allem dem Kapital in den reichen EU-Staaten des Nordens dienten, dürfen sich daher nicht wiederholen. Benötigt wird echte Solidarität, die bei den betroffenen Menschen ankommt, zum Beispiel in Form einer ausreichenden Finanzierung von Gesundheitssystemen, die kaputt gespart wurden. Möglichkeiten einer solidarischen Finanzierung gäbe es dafür in Europa genug, zum Beispiel im Rahmen einer Gesamtkonzernsteuer mit globalen Mindeststeuersätzen oder einer Digitalsteuer. Und zu guter Letzt bedarf es auch eines konsequenten Kampfes gegen Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Steuervermeidung. Mir wird da ganz anders, wenn ich höre, dass in Berlin mittlerweile Klimaschützer wie Ende Gelände vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Solche Verfassungsschützer, lasst sie uns doch einfach umschulen zu Steuerfahndern und Staatsanwälten mit Schwerpunkt Steuerrecht. Da wäre unserer Verfassung und Demokratie mit Sicherheit besser gedient. Wir sind vom Bündnis Unteilbar und wir sind heute auf der Straße und bilden ein Band der Solidarität. Nicht nur in Berlin, Hamburg und Leipzig, sondern auch in Erfurt, Plauen, Münster, Freiburg und anderen Städten. Hallo zusammen, Charmin Langhoff vom Maxim Gorki. Glauben Sie mir, trotz dieser Aufrufe, Hilferufe, auch Kultur kostet etwas aus Brasilien und aus der ganzen Welt, wo wir mit verheerenden Problemen zu tun haben, trotzdem und gerade deswegen auch die Kultur hier zu benennen. Wie es die Bundeskanzlerin am 9. Mai in ihrem Podcast selbst formulierte, die freien Künstlerinnen und Künstler sind mit am schlimmsten von der Pandemie getroffen. Und doch kommen die Mittel nicht hinreichend bei diesen an. Uns ist sehr wohl bewusst, dass hier insbesondere in Berlin auf der Ebene von Ad-hoc-Maßnahmen bereits einiges geschehen ist. Seit diese aber auf Bundesmittel angewiesen sind, werden sie von der Bundesbeauftragten für Kultur ebenso wie vom Arbeitsminister auf die Grundsicherung verwiesen. Was die bestehende Grundsicherung angeht, so gibt es viele Nebenkonflikte. Unter anderem jenen, dass es heutzutage in vielen Bereichen der Zivilgesellschaft andere und neue Lebensformen wie Wohngemeinschaften gibt, bei denen die traditionellen Instrumentarien der Sozialgesetzgebung an den Realitäten vorbeigehen. Deswegen fordere ich die Initiative der Länder Berlin und Bremen im Bundesrat für eine würdige Grundsicherung von freien Künstlerinnen aufzunehmen und zu beschließen. Die Stützung der Institutionen. Deutschland verfügt über das größte Netzwerk von Theatern in der Welt mit vielen Arbeitsplätzen und einer jenseits des unmessbaren demokratischen Wertes nicht zu unterschätzenden Wertschöpfungskette. Um mittelfristig einen Kahlschlag zu verhindern, ist es begrüßenswert, dass auch die Kulturstaatsministerin in ihren Reden das Ziel verfolgt, die vorhandenen Strukturen zu erhalten. Gleichzeitig müssen auch wir mit massiv einbrechenden Steuereinnahmen und Sparhaushalten rechnen. Der Reflex auf kommunaler Ebene in der Kultur, meist freiwillige Aufgabe, ist ineffizient, aber symbolisch wirksam. Bei Kultur und Kunst zu sparen, ist traditionell hoch und ökonomisch nicht zielführend. Wie kann man verhindern, dass die Kommunen in ihrer Not die Institutionen kaputt sparen müssen? Wir gehen davon aus, dass der Erhalt der Kultur trotz föderaler Strukturen in den nächsten Jahren ohne zusätzliche Bundesmittel nicht auskommt. Und wir plädieren dafür, auch wenn wir uns der Kritik des Kultursenators anschließen, uns hier nicht spalten zu lassen. Wir dürfen nicht Intensivbetten mit Theaterplätzen gegenrechnen. Bildung, Gesundheit und Kultur sind unteilbar und sind Menschenrechte und dürfen nicht weiterhin kaputtgespart oder privatisiert werden. Vielen Dank. Salam, liebe Berlinerinnen und Berliner und alle, die uns online zuschauen. Mein Name ist Hamzi Bitüci.
Ich bin Vorsitzender von Roma Trial und Mitinitiator des Bündnisses für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas und auch Mitglied bei Linksconnex. Und nach Shermin Langhoff zu sprechen, ist eh eine Ehre. Wir stehen hier zusammen, um ein Band gegen jeden Rassismus und alle Formen der Menschenfeindlichkeit zu bilden. Es ist unglaublich zu sehen, wie viele wir momentan hier sind. Vielen Dank an alle, die das hier möglich machen. Doch wir stehen heute auch deswegen hier, weil wir traurig und wütend sind. Doch der Tod von George Floyd schmerzt uns immer noch. Und auch in Deutschland wurde sein Tod und der Tod nach der Wiedervereinigung über 150 schwarze Menschen und People of Color durch die Polizei immer noch nicht aufgeklärt. Die meisten Fälle werden wie der Tod von Uri Jalloh nie aufgeklärt. Und auch Roma und Sinti werden europaweit Opfer von Polizeigewalt. Insbesondere während der Corona-Krise erreichten uns viele schreckliche Nachrichten, um nur einige zu nennen. In der Slowakei führte ein Polizist 5 Roma-Kinder in einen Tunnel und schlug dort auf sie ein. Sie waren zwischen 9 und 11 Jahre alt. In Rumänien überfiel Polizisten die Häuser von Roma, benutzten Pfefferspray gegen Frauen und Kinder. Letzte Woche starb der 37-jährige Gitano Daniel Jiménez auf einer Polizeistation in Spanien. Die Polizei sagt, es war Selbstmord. Ende Mai hat in Frankreich der 14-jährige Roma-Junge Gabriel Georgievich durch Polizeitritte ins Gesicht 3 Zähne verloren und sein Kiefer wurde gebrochen. Aber denkt nicht, in Deutschland wären wir sicher. Vor 3 Wochen haben Polizisten in meiner Heimatstadt in Freiburg auf eine Roma-Familie eingeschlagen und ein Polizeihund auf sie gehetzt. Der Familienvater wurde schwer verletzt. Alleine diese aktuellen Beispiele machen deutlich, in was für einer Situation sich Roma in Europa und in Deutschland befinden. Und ausgerechnet in diesem kritischen Moment setzt Deutschland 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz ein katastrophales Zeichen. Es wird gerade darüber diskutiert, ob das Sinti- und Roma-Denkmal abgerissen werden darf. An seiner Stelle soll die neue S-Bahn S21 gebaut werden. Allein schon, dass man nur darüber nachdenkt, ist ein Schlag ins Gesicht einer 500.000 Sinti und Roma, die während der NS-Zeit ermordet wurden. Sie haben kein Grab, sie haben nur dieses Denkmal. Mit diesem Mahnmal hat Deutschland seine Verantwortung für den Tod anerkannt. Was heißt denn, wenn das Denkmal abgebaut wird? Nimmt Deutschland die Anerkennung wieder zurück? Auch deswegen stehen wir also heute hier, um klar zu sagen, unsere Toten zählen, aber auch unsere Leben zählen. Lasst uns gemeinsam eine neue Gesellschaft formen, in der dies unstrittig ist. Unsere Kämpfe gemeinsam führen, weil nur gemeinsam sind wir auch unteilbar. In diesem Sinne, Act for Roma Lives und Black Lives Matter. I have the power to change the world in every hour. It is my duty for the world. Know what I want, the lines and the blur. And I'm not weakened, I'm not cheapened. What I do is not good for a girl, it's deep. So every woman and every man, let's do it, cause together we can. Ooh, ooh, ooh. As a woman, be strong, be clear. As a man, just listen and hear what every woman has to tell. Walking into the night is sometimes hell, cause there are men who abuse their power and just take what they choose. Make it stop and make it heal. Be responsible and make us feel the love, the good, the trust us. The love, the good, the trust us. The power, times must change in every hour.
patriarchy is gotta stop. Hate must fall, love must be on top. We stand together and we are strong. We've been hurting women for far too long. Equality is for what I sing. Equality is the air under my wings. The love, the good, the trust, us. The love, the good.